haben schon Samstag, den 15. Morgen ist der zweite Advent und ich habe in meinem Kalender, glaube ich, drei oder vier Erinnerungen gespeichert für morgen Abend 20 Uhr wegen unserem Live-Stream. Und ich freue mich wirklich schon drauf und ich hoffe, dass ihr dabei seid. Ja, und dann machen wir jetzt mal den Adventskalender auf. Und wie immer, nee, wartet mal, ich mache es anders. Ich mache erst den hier. Und zwar habe ich hier heute Immunstark drin. Der Immunstark ist, glaube ich, immer so ein ganz bisschen säuerlich. So, dann haben wir hier Türchen Nummer 15. So. Das stellt sich ein bisschen zickig an. Oh, und heute lernen wir wieder Schwedisch. Und zwar lernen wir heute Weihnachtsbaum. Und ich finde, das ist echt eine super schwere Sprache, ne? Oh, und heute haben wir mal ein ganz anderes Süßigkeiten-Dings drin. Und zwar so eine Himbeere. Und. Oh. Okay. Ist so. Leicht säuerlich, hier ist so eine Vanillecreme und hier unten ist noch so ein Gelee drin mit Himbeere. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es gar nicht abgebissen, weil da ist 100% Gelatine drin. Aber gut, werde ich jetzt nicht von sterben, um Gottes Willen. Und wir gucken mal bei unserem Kalenderchen, was denn Weihnachtsbaum bedeutet. Willkommen bei deinem digitalen Schwedisch-Wörterbuch. Wusstest du schon, was Weihnachtsbaum auf Schwedisch heißt? Wenn du es wissen willst, tippe auf den Begriff. Julgran. Julgran? Okay. So, also Julgran bedeutet Weihnachtsbaum auf Schwedisch. Das wissen wir jetzt auch. Ja, und jetzt ist wieder die gute Frage, was habe ich gestern zuerst aufgemacht? Ich verpeile es immer, ne? Dass ich mir das nicht merken kann von einem Tag auf den anderen. M&M. Ja, egal, ich mache das hier zuerst auf von Manuela. Und ich würde sagen, hier ist ein Block drin. Oder? Also es fühlt sich auf jeden Fall wie Papier an. Ich würde sagen, ein dünner Designpapierblock. Und hier kann ich wieder ganz schwer raten. Ich glaube, hier ist ein Badesalz drin. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Badezusatz, würde ich sagen. Aber hier ist noch irgendetwas drin. Vielleicht so ein Labello oder sowas. Seht ihr mal die Form? Fühlt sich an wie ein Labello. Also ich könnte mir vorstellen, ein Badesalz und ein Labello. Schauen wir mal. Aber erst hier. Ja, es fühlt sich immer noch wie ein Block an. Zack. Ach, cool. Ja, den habe ich sogar noch gar nicht, glaube ich. Und die Farben sind sehr, sehr schön. Diamanten drauf. Also verschiedene Pünktchen, Pfeile und Federn. Dieses. Das hier. Und ein Papier kommt noch. Und da haben wir solche Kreise drauf. Ja, cool. Sehr schön. Und es geht direkt weiter. Dresdner Essenz, du bist so wunderbar. Ja, und diese Dinger sind wirklich toll. Und es riecht sehr blumig. Sehr lecker. Und hier haben wir ein Girl Boss Labello. Ja, I love me offensichtlich, ne? Ein Soft Pink.
Pink, also ich nehme an, dass der auch rosa sein wird. Ich schau mal rein. Zack. Ja, er ist rosa. Lässt sich ganz weich auftragen, also ist wirklich soft, wie es auch im Namen schon steht, und schmeckt so typisch Labello eben. So dieser ganz typische Labello-Geschmack. Ja, sehr schön, fühlt sich sehr seidig an auf der Haut auf jeden Fall. Und im Winter kann man die Dinger immer gebrauchen. Also da kann man auch nicht zu viele von haben im Winter. Meine Lippen, die reißen jedes Jahr auf, obwohl ich echt viel Lippenpflegezeugs habe. Aber ja, trotzdem reißen sie immer auf. Ja, das hier, das behalte ich mal, das schmeiße ich nicht weg. Da kann ich mir eine witzige Spielkarte von vorstellen. Weiß nicht mal, ob ich das Papier dafür abmache. Na gut, hier unten ist es schon ab. Doch, ich glaube, das werde ich abmachen. Aber sonst kann ich mir da echt vorstellen, da so eine, das unten auf eine Karte zu kleben. Und dann hat man hier so ein Schüttelelement. Wisst ihr, was ich meine? Ist doch eine lustige Idee, oder? Hat man hier so ein hohes Teil, da kann man ein paar größere Teile reinmachen. Finde ich eine gute Idee, hebe ich auf. Ja, ihr Süßen. Und auch das war schon wieder das Auspack-Tausch-Adventskalender. Ja, wie gesagt, kann ich jeden Tag sagen, ich halte die Videos immer kurz und ihr seht ja sowieso 2 Videos pro Tag. Okay, ihr Lieben, dann sage ich Tschüss und ich hoffe, bis morgen Abend im Livestream.